Mein Name ist Felix, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe gerne hier segeln. Hallo, ich bin der Julian, ich bin 16 Jahre alt und ich gehe auch gerne segeln, Kite auch und surfe auch. Okay, was mit dir, Felix? Hast du schon eine konkrete Berufsvorstellung? Ja, ich bewerbe mich zurzeit. Da ich in der Schule Buchhaltung habe, möchte ich gerne in den kaufmännischen Bereich. Und dadurch, dass ich einen Herzfehler habe, ist meine Berufswahl sehr eingeschränkt und deswegen habe ich mich entschlossen, dann Buchhaltung, also Industriekaufmann, sowas zu machen. Konntest du denn schon ein Praktikum in dem Bereich machen? Ja, ich habe schon mehrere Praktika gemacht, auch in der Buchhaltung und in der Marketingabteilung schon. Ich hatte schon 3 und danach habe ich ein Praktikum gewählt, was ich zwar als Beruf nicht ausüben werden kann, also nicht machen kann, aber ich habe mich bei der Polizei angemeldet. Aber wie war das dann bei der Polizei zum Beispiel? Hast du dann deinen Vorgesetzten schon darüber informiert, dass er einfach Bescheid wusste? Ja, die darüber zu informieren ist auf jeden Fall Pflicht, wenn man zum Beispiel auch Medikamente nimmt, die zum Beispiel, wie ich, das Blut verdünnen. Wo man sich dann schnell verletzen kann, das ist dann Pflicht. Oder dass man einfach auch sagt, wenn man irgendwie einen Cooper-Test macht, dass man sagt, ich laufe eine Runde, dann steige ich aus, damit die darüber informiert sind. Aber sonst ist eigentlich alles normal. Felix, wie war es bei dir? Ich habe in meinen Lebenslauf immer reingeschrieben, dass ich einen schwer angeborenen Herzfehler habe und dass ein Schwerbehindertenausweis besteht. Und bei vielen Firmen ist es dann auch gut, also ist es leichter, dort einen Job zu bekommen, weil die immer eine Quote an Schwerbehinderten aufnehmen müssen. Und durch Praktika ist es viel leichter, dann genommen zu werden. Ich habe viel Hilfe angenommen. Also vor allem meine Eltern, die helfen mir sehr gut dabei. Und ich war auch 2013 mit BVRK auf einer Berufsmesse in Köln. Und da wurde dann speziell auf den Herzfehler eingegangen, was ich machen kann und was nicht. Hast du vielleicht Tipps für andere Betroffene? Ich würde sagen, dass man einen Herzfehler hat. Julian, du hast gesagt, du würdest gerne studieren. Design ist halt ein Bereich, wo man halt nicht so viel, wo der Herzfehler halt nicht so viel zählt oder ist da auch kein großes Handicap. Julian, hast du vielleicht noch irgendwelche Tipps? Fragt bitte die Eltern, fragt den Arzt, was könnt ihr machen, was gefällt einem, was kann man machen und daraus entsteht dann halt die Berufsfindung. Gut, vielen Dank für das Interview und noch viel Spaß beim Segeln. Danke. Dankeschön.